Ja, es ging irgendwie dann doch ganz schön rasch. Warum kommst du nicht einfach mal wieder nach Berlin und guckst es dir an? Ja, wieso machst du das nicht einfach mal wieder? Na, so 3 Monate hier, es waren zack rum. Wir fahren nach Berlin. Was aber irgendwie ja doch ein gutes Zeichen ist, weil eigentlich sagt man immer, wenn etwas schön ist, dann vergeht die Zeit meistens auch ein bisschen schneller. Ja, also ich muss schon zugeben, dass ich zwischendurch im Leben immer ganz gerne mal auch so ein bisschen Routine habe. Das heißt, ich weiß dann einfach für einen gewissen Zeitraum, was ich mache. Und das gibt mir so ein bisschen Sicherheit und das mochte ich ganz gerne hier. Weißt du, so einfach so ganz klar hier Montag bis Freitag bin ich hier bei guten Zeiten und sehe tolle, nette Leute. Hey, ich habe schon viel von euch allen gehört. Ja, ich mag einfach gerne schöne Geschichten erzählen, tolle Bücher und immer gucken, ah, was kommt jetzt als nächstes? Das werde ich bestimmt auf jeden Fall auch vermissen. Krass, oder? Für einen Moment habe ich gedacht, sie ist es. Ich wollte dich gerade nicht anstarren, aber... Du kanntest Verena? Ja. Ja, also es war total schön, auf jeden Fall die ganzen alten Bekannten wiederzusehen. Vor und hinter der Kamera war ich echt überrascht, dass dann doch noch so viele da sind. Ne? Es sind ja über 10 Jahre jetzt gewesen. Ich habe ganz tolle, nette Menschen kennengelernt und ich freue mich ja, wenn man sich dann wieder begegnet. Das passiert ja auf jeden Fall. Du kannst mir vertrauen. Ich danke dir, dass ich in dieser echt coolen WG gelandet bin. Schlaf gut. Direkt im Anschluss von meinem Dreh gehe ich jetzt nach Hause und bereite mich vor, weil ich bin jetzt schon mitten in der Promotion-Zeit für mein zweites Buch. Und da steht ganz schön viel an, ganz schön viel Arbeit. Damit beschäftige ich mich jetzt gleich als nächstes. Mein erstes Buch ging ja primär um einen Perspektivwechsel. Also es war eher eine Biografie mit ganz vielen Impulsen, ganz vielen Ansätzen, die ich selber erlebt habe und die ich jetzt quasi weitergeben möchte. Mein Weg, sage ich mal, zur persönlichen Weiterentwicklung, Dinge, die mir geholfen haben, mehr in meine eigene Verantwortung zu gehen, zu sagen, okay, ist das Glück jetzt so eine Glückssache oder kann ich die auch ein bisschen selber beeinflussen? Und das hat ganz viel mit Perspektivwechsel zu tun. Und das Zweite, das geht ein bisschen darum, dass viele gesagt haben, so, habe ich verstanden mit der rosaroten Brille, die setze ich jetzt auch auf oder versuche es, aber im Alltag gelingt mir das jetzt gar nicht mal so gut. Was mache ich denn jetzt? So, und da setzt das zweite Buch an, das ist nämlich ein bisschen mehr praxisorientiert und da geht es halt wirklich darum, in meinem Alltag, der völlig vollgepackt ist, wie zum Henker soll ich da noch Leichtigkeit, Freude, Begeisterung und alles unterbringen und das ist im Prinzip der Wegbegleiter, der dir das zeigt. Witzigerweise, wenn ich bei Instagram Postings mache, und das war so bei meinem ersten Buch, dann suche ich immer passende Songs, die zu diesem Thema passen. Und damals bin ich auf einen Song gestoßen, der hieß Glück von der Band Berge. Und ich habe das immer unter meinen Buchposts gepackt und habe immer gesagt, das ist wie der Soundtrack zu Rosarotem Glück. Und viele haben das dann auch damit verbunden und haben immer gesagt, so, oh, ist voll schön. Und ja, jetzt habe ich dann dieses Buch geschrieben und plötzlich saß ich einen Tag da und dachte, hey, Marianne, das ist die Frontfrau von Berge, wollen wir nicht einen Song machen, der wirklich zu diesem Buch gehört? Und die Idee fand sie super. Und unser Song heißt Sag es weiter, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Los geht's. Engels hoch, wir kommen. Wenn ihr mehr schöne Videos sehen wollt oder spannende Videos oder traurige Videos oder auch Videos mit mir, vielleicht komme ich auch mal vor, dann abonniert diesen Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann hier klicken. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt da. So, also, wir zählen auf euch und bis später.